So. Regulärer Angriff im Nordwesten. 39 Sachen beschädigt, das wird eine Bombe gewesen sein. Also okay. Du hast bloß eine Bombe explodiert, das ist völlig normal. Das passiert hier halt. Schon ein wenig abgebrüht, der Herr Ingenieur hier. So, und du, Pumpchecks. Und mehr davon. So. Auf der Höhe, zack, zack. Passt das da dann überhaupt? Nein. Also werden die Pumpchecks gebaut und die Stromsachen wieder dann dementsprechend angepasst. So. Pumpjack. Genau. Was? Dreh dich. So. Wenn ihr euch gegenseitig befüllen würde, wäre das ein wenig komisch. Bau. Rohre. Viele. So. Okay. Und von hier aus kannst du irgendwo nach oben gehen. Alternativ. Ja doch, warte. Mach hier mal nach oben. Dann geht's hier irgendwann unterirdisch. Vier Stück bräuchte ich hier drüben noch. Die brauchen auch alle noch Strom. Hier geht's sogar auf. Halbwegs zumindest. Noch zwei Pumpjacks. So. Und noch. Bau einfach 591, verdammt Rohre. Und dann verbindest du dich hier irgendwo. So. Zack. Und da geht es runter. Bis hier. Hier mache ich mal einen Durchgang im Prompto. So. Und hier muss ich jetzt nur irgendwie irgendwo zum Öl kommen. Das war eigentlich links das Öl, richtig? So weit. Wo ist das Öl? Da hinten ist das Öl. Mach mal hier einen Knick. Da ist so ein hinten. Angriff. Ein Turm schießt. Nur machen wir wieder Angriffe. Ah, ist schon wieder so ein Hydralisken-Sniper-Angriff. Ich hoffe, mein Turm kriegt das hin. So, du, da, du, da. Rum, 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 rum. Mist, das geht nicht. Ne, geht nicht. Okay, einfach weiter hoch. Weg da. Hin da und ich verhungere. Jap, 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 jap. Mach ich ja gleich alles, mach ich gleich alles. Du, da. Oh, hier ist Öl. Ha, super. Okay, dann ist alles geplant, alles geplant. Du dahin, du dahin. Du so. Das sollte jetzt recht schnell voll werden hier alles. Ist der Angriff noch im Gange? Ein Turm schießt und nur ein Mauerschiff wird beschädigt. Das sollte okay sein. Gut, denn jetzt Sauerstoff. Da. Ja. Zischel, zischel, zischel. Achso, hör auf, die ganzen Rohre zu bauen. Das reicht langsam echt. Kannst noch ein paar davon bauen. So. D. Sauerstoffforschung. Es geht nämlich ziemlich schnell runter. Also gefühlt zumindest. Und es kostet nur grüne und rote. Explosive Rocketry. Nee. Und bei Forschung mehr Logistik-Slots. Da kann man nicht genug von haben. So, wo war ich jetzt bei? Genau, beim Öl unten. Da, die letzten Pumpchecks bauen, die Pumpchecks da anschließen, dann sollte das alles soweit passen.
Dann kann ich die Fuelbox oben auch wieder anschließen und die Fuelbox oben versorgen dann alles wieder mit Fuelbox. So, also mit Brennmaterial für die Steam Engines, also für die Boiler für die Steam Engines. So, damit sollten jetzt alle angeschlossen sein, haben aber noch nicht alle Speed-Module. Ich denke, das wird auch eine Weile dauern, bis ich die alle versorgt habe, aber einen Anfang kann ich schon mal machen. So, baue davon ein paar. Und damit kommen wir bei der Süderweiterung ganz gut voran. Ein paar Türme brauchen noch Munition. Aber es ist immer irgendwo irgendwas zum Schießen da, das ist schon mal gut. Das heißt, flupp. Flupp. Flupp, und mehr sollte ich nicht setzen. Aber ich denke mal so in 3-4 Folgen haben wir hier unten komplette Abdeckung, was die Türme angeht. Auch wenn die Hälfte davon nicht schießen kann, was eine Frage der Zeit. Und dann habe ich das Ölproblem schon mal wieder aufgeschoben. Eisen wird auch eine ganze Weile noch halten, sollte ich aber auch expandieren. Also auch wenn es schade ist wegen nicht genug Grindern und so weiter, aber ich soll das expandieren, weil wir kommen sonst nicht hinterher. Wir verbrauchen viel zu viel Eisen. Da können wir nicht alles mit Flakes machen. Was jetzt das nächste Problem sein wird, ressourcentechnisch, ist das Kupfer. Das wird bald alle sein. Das heißt, Zeit für den echten ersten Außenposten. Da oben zum Beispiel, weil da ist keine Basis. Also feindliche Basis. Ja, mal schauen. Aber das dauert noch ein bisschen. Das muss gut vorbereitet sein. Da brauchen wir genug Stromversorgung und genug Türme, Munition, alles andere auch. Wobei ich da eigentlich schon ganz gerne die Lasertürme hätte. Dafür bräuchte ich allerdings das Illyrium. Das Illyrium hatte ich eingelagert, glaube ich. Gib mir mal bitte alles an Illyrium. So. Ja, hier haben wir schon die ersten, die leer sind. Oder die ersten zumindest. Nein, kein. Das da. So. Blub. So. Dass das so viele sind, das reicht nicht. Schon krass. Achso, ich sollte nicht so viel mit Speed-Modulen arbeiten, wurde auch schon mehrfach erwähnt, sondern eher mit einfach mehr von der Ausgangsmaschine. Das heißt, ich baue einfach nichts, weil das Eisen fehlt. Passenderweise direkt neben den Eisenminen. So. Oh ja, das mit der Kohle sieht gut aus. Need more working radars. Jaha. Ich arbeite ja dran regelmäßig. Hab ich genug? Gut. Hier. Alles sehr gut. Das hat sich gerade gestaut bis hier runter. Habe ich das richtig gesehen? Oh, gib mir Delirium. Gut. Bau. Range 22. Und irgendwelche Forschung ist gerade fertig geworden. Also, wenn mich meine Augen gerade nicht getäuscht haben, dann hat sich das Eisen komplett runtergestaut. Das heißt, hier oben kam die Einlagerung nicht schnell genug hinterher. Was ich nicht wirklich glauben kann. Aber das wird der Fall sein. So, Bauch da, ja. Es wird der Fall sein, sobald alle Fließbänder hier rot sind. Und ich mache hier mal einen Radarblob. So. Das heißt, ich baue jetzt ein paar grüne Ärmchen. So. Schiff rechts, Schiff links, links. Schiff rechts, Schiff links, links. Und mach hiermit weiter. Wobei ich auch wieder die Untergrunddinger alle ebenfalls rot machen muss, sonst bringt das gar nichts. So. Bau. Fast Underground Builds, ganz normale.
flup. Flup, flup. Und was fehlt mir jetzt? Wieder Eisen. Oder Zahnräder. Oder beides. Helmet, 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 Helmet. Bum, 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 bum. Um das Ganze später noch mal zu beschleunigen. Wow. Irgendwann wird das Spiel noch crashen, weil alle Türme auf einmal schießen. Weil überall Zerg aus dem Boden gebrochen kommen. So, ihr seid alle in Arbeit, das ist gut. Die Rohre kann ich mal wegsortieren. Ganz so häufig braucht ihr doch nicht, aber ich habe sie jetzt wenigstens schon mal im System, das ist gut. So, Untergrunddinger. Da. Da und da. Hier zwischen ist alles rot, 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 rot. Hier ist gelb. So. Hm. Ja, rot, 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 rot. Du nach da. Boah. Ja, ich sag ja. Teuer und so. Aber wird es hoffentlich wert sein. Vor allem, wenn ich wirklich einen Außenposten noch mache oder mehrere Außenposten. Dann muss ich mit wesentlich höheren Geschwindigkeiten arbeiten, sonst staut sich das echt. Das sieht doch gut aus. Und das kommt trotzdem nicht hinterher. Ja, was nun? Eisen ist bei... Ja, ist gerade von 2300 auf 2200 runtergefallen. Also es ist immer noch nicht genug. Hellblaue Fließbänder einmal komplett rum. Wäre eigentlich nur noch Lubricant extra, ne? Wobei irgendwo... Ich glaube, die Stahlschmelzen hier sind nicht sehr förderlich. Weil es entstehen jetzt Lücken in dem Ding, aber danach. Die Lücken sollten eigentlich entstehen, bevor die letzten was aufgesetzt haben. Also wenn ich die jetzt alle komplett hier hinsetzen würde, dann nehmen die sich was raus. Dadurch entsteht eine Lücke auf dem Fließband und die Lücke kann dann sofort vom nächsten Schmelzding ins hier gefüllt werden. Naja, es ist okay. Oh, ist okay. 2400. Doch Aufwärtstrend? 2500, ja. Okay. Also allein durch das Umbauen von den Fließbändern scheinen wir jetzt wieder einen Aufwärtstrend zu haben, was die Eisenplatten angeht. Kupfer ist jetzt das Problem. Weil... Ja. Hier genau das gleiche Problem ist. Also auch einfach alles wieder rot machen. Und zwar hier. Ist. Mehr. Und gib mir bitte durchgehend jetzt die Zahnräder. Genau, ruhig. Was? Hab ich gerade Zahnräder angeklickt? Hab ich gerade bei einem leeren Feld... Egal. Hoffentlich kommen jetzt die Zahnräder, dann ist alles gut. Bau. Dich dahin. Ich muss nur das kleine Stück überbrücken. Dann sollte auch das okay sein. Und dann gehe ich, glaube ich, wirklich mal zu den Lubricants hoch. Und automatisiere da hellblaue Fließbänder. Wie viele Roboter haben wir gerade nichts zu tun haben? 300. Ich könnte doch... Nein. Ich wollte jetzt schon wieder anfangen, hier unten Kisten zu bauen. Aber genau deswegen haben wir mit dem ganzen Umbau angefangen. Also mit dieser riesen Lebenslinie an Kupfer und Eisen, die das nach oben transportiert. Weil wenn ich da unten die Kisten hinbaue, also die Eisenplatten direkt in die Kisten gelegt bekomme, dann sind die Roboter wieder so sehr am Rumwuseln, dass selbst die 500 Stück nicht hinterherkommen. Also ja, beim Lubricant eine hellblaue Fließbandautomatisierung bauen klingt ganz gut. Das mache ich in der nächsten Folge. Und nächste Folge werde ich hoffentlich dran denken, hier und da die Türme weiterzubauen, weil das sieht noch nicht sehr gut aus. Dann wollte ich ebenfalls die Fische im Auge behalten, ob die hier drin spawnen.
Ich wollte die Eisenader ab und an weiter ausbauen. Dafür bräuchte ich davon mehr. Dafür bräuchte ich wieder Eisenplatten. So. Gut. Und was noch? Zwischendurch Stein holen für noch mehr Mauern. Wobei ich die Basis jetzt erstmal nicht mehr erweitern werde. Also keine Ost, Süd, West, Nord, was auch immer für Erweiterung. Ich bräuchte jetzt höchstens Mauern für den Außenposten. Ja, das wird ein Problem. Forschung, Lasertürme, wo waren Lasertürme? Laserturrets hier. Du. Ja, ich hätte gerne Range 30 Lasertürme. Research, go. Und sobald ich davon so 12 Stück oder so hab, fange ich an mit dem Kupferaußenposten. Wobei ich mir echt noch nicht sicher bin, wo. Weil das da ist viel zu nah da dran. Und bei dem da müssten wir außen rumfahren um die Riesenbasis. Ist auch nicht besonders motivierend. Aber ich bin echt umzingelt wie die Gallier. Und Delirium sollte ich auch zwischendurch versuchen abzubauen. Ich hatte irgendwo, ich glaube hier unten, genau das da. Das ist frei. Also das ist auch noch so ein kleines Projekt für zwischendurch. Einfach einmal, wenn ich töten gehe, für mehr Alien-Artefakte, für mehr Grinder, dass ich dann im Anschluss die Illyrium Extractor aufbaue, die beiden Sachen hier und die Türme. Bau schon mal. So, paar Türme. Da wärst du. Das erlaubt einen Fusionsreaktor. Der Fusionsreaktor macht was? Consume Power Source. Ah, Power Source sind... Habe ich es gar nicht dabei. Die da. Das heißt, ich kann da Illyrium umwandeln in Strom. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich will. Also es wäre vielleicht ganz schick, wenn wir mal eine Notsituation haben. Also wenn irgendwo Fuelblocks wieder ausgehen und so weiter, wir wirklich Strommangel haben. Dass ich dann einfach 3-4 Power Sources in so einen Fusionsreaktor reinschmeiße, dadurch genug Strom gewinne, um dann die Maschinen wieder laufen zu lassen, um die Fuelblocks herzustellen und Sachen anzuliefern und so weiter. Aber durchgehend, nee. Dafür ist Illyrium viel zu selten und das brauche ich für andere Sachen. Ja. Na gut, jetzt erstmal eine kleine Pause und wir sehen uns gleich wieder.